Aber ich komme zu den Ibri zurück. Das ist ja, hast ja dann auch Embryo und Vedus, wo ich, Födus, wo ich immer wieder sage, Matrix 1, die wir uns ausdenken, kommen wir in die Matrix 2, das ist deine Traumwelt. Darum ist das die Matrix. Was natürlich dann interessant ist, dass diese Traumwelt, wenn du magst, diese Matrix im Hebräischen haben wir ja zwei Wörter für Gebärmutter. Entschuldigung, im Griechischen gibt es zwei Wörter für Gebärmutter. Das ist einmal Mäder, da kommt das lateinische Wort Matrix her, was auch Mädis, die Klugheit, das Wissen, Mäder, Mädris, Mädra, die Mutter, wo ich immer sage, die Mutter ist das, wo alles herausgeboren wird, die Chava, die Gebärerin alles Lebendigen, wird es im Judentum auch übersetzt. Mhm. Was aber komischerweise heißt auch aussprechen, ausdrücken und ein Erlebnis haben. So wie ich es nach außen spreche, wie ich es aus mir herausdrücke, das erlebe ich. Genau. Du merkst, wir sind immer wieder, ich bin immer und ich schaue meine Gedankenwelt an. Und das zweite Wort ist dann Hysteria. Mhm. Die Hysterie. Mhm. Der Psychologie ganz wichtig heißt auch Gebärmutter. Was jetzt natürlich sehr, sehr interessant ist, dass dieses Wort Hysteria, das griechische Wort, beginnt erst einmal mit Ys, nicht mit H, das ist dann nur in der lateinischen Umschrift. Ys heißt zuerst einmal Schwein und Sau. Ys, das griechische Wort Ys. Mhm. Und dann steht in jedem griechischen Lexikon meistens noch dabei, biblisch wird es als Eber übersetzt. Okay. Eber, das sind die Hebräer. Ja. Jetzt einmal nicht beleidigen, das sind die Schweine. Ja. Steckt der Sus mit drin. Ja. Okay? Jetzt ist es also so, dass wir das Üs haben und der Ras ist jetzt ganz interessant, das heißt, das einmal Zeichen und Wunder, ja, ist nicht das Hebräische, sind es nicht die Wunderzeichen? Ja. Üs, die Wunderzeichen von dem Eber? Ja. Ja. Seid ihr dabei? Ja, klar. Sind es nicht die Wunderzeichen von dem Eber? Heißt aber daraus, heißt auch Schreckensbilder. Shin-er ist der Befehlshaber. Mhm. Shin-er-Eckensbilder. Bi-ilet-er. Im Kind erweckt. Die Schreckensbilder im Kind erweckt. Das sind die ganzen Katastrophen. Und er hat hier Sintflut geschickt. Ich sage, ich habe halt mal ab und zu acke ich um. Ja, da ist ja auch dass man was Neues entstehen lassen können, weil wir uns zu Tode langweilen in solchen kleingeistigen Vorstellungen. Jetzt haben wir also diesen Eber-I, das heißt eigentlich dann mein Hebräer, heißt auch, wenn Eber jetzt Langenscheid heißt es Vergangenheit, heißt es auch meine Vergangenheit. Ja. Wenn ich aber jetzt begreife, es gibt gar keine Vergangenheit, es gibt bloß ein ewiges Hier und Jetzt, kriegt dieses Ibri einen vollkommen neuen Aspekt. Ihr wisst, unsere Mails in den Updates, unser Rabbi David Kraus, wo ich sage, es ist so toll, was der sagt, was er ausstrahlt, der Mensch, den wir uns jetzt ausdenken, die Lebensfreude, aber sein Problem und der Meister, von dem Meister, denk an meinen holophilen Kabbalah des Jahwe, wo ich sage, ein wirklicher Meister wird dir zuerst einmal erklären, was du selbst bist und was deine Gedanken sind und dass es keine Vergangenheit gibt. Die Apokalypse, die Enthüllung, da steht ganz klar, und es wird keine Zeit mehr sein. Und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Weil du jetzt begreifst, dass alles ganz anders ist. Also wir haben diesen Ivri, den Hebräer, und jetzt wissen wir, wenn wir eine N hinten dran machen, das ist das erste Mal in der klassischen hebräischen Grammatik, ist es ein besitzanzeigendes Fürwort, das heißt ihr in Bezug auf Frauen, dann heißt der Ivrin, das erste Mal ihre Vergangenheit. Ihr Hebräer. Mhm. In den Wörterbüchern steht natürlich das nicht drin, weil das N am Ende ja hier nicht als Suffix betrachtet wird, sondern als ganzes Wort, das heißt Gesetzesverletzung und Verbrechen. Wenn du jetzt ein Jude bist und dir passt es nicht, dann fass deine Wörterbücher an und schau nach. Mhm. Ein Ivrin ist ein Gesetzesverbrecher und ein Verletzer. Keiner bricht meine Gebote mehr wie diese Juden, die du dir ausdenkst. Schon allein, weil sie raumzeitlich denken, es sind tiefgläubige Materialisten. Zweites Gebot, macht ihr kein Bild von irgendwas da draußen. In Kurzform.